Freundinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League zusammen mit Matrix Pro und seinem wunderbaren Hot Wheels Auto. Ja, mit dem Baguette. Das haben wir ja letzte Woche gelernt. Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Und ich weiß gar nicht, was dieses Mal passiert, weil es passieren ja immer ganz komische Sachen hier, wenn man mit so einem... Sag nichts Falsches. Ich hätte mir jetzt vorher ein Schild malen sollen, was ich jetzt einfach in die Kamera halte, oder? Du hättest das jetzt gar nicht mitbekommen. Mach ich bei der nächsten Folge, mache ich das mal. Da halte ich ein Schild hoch. So. Jetzt mach mal was hier. Okay, was? Wollen wir wieder 2-2? Wir wollen ja unseren Stern erreichen, oder? Ja, können wir gerne machen. Gibt es eigentlich auch neue Arenen jetzt eigentlich für die Hot Wheels? Oder gab es nur die Autos? Habe ich das gar nicht gelesen. Es gibt keine neue Arena, soweit ich weiß. Gut, da gibt es nur die Dachantennen und das Gesülze da halt. Blabla. Was mir mal gerade einfällt ist, eigentlich könnten die Leute ja auch, die uns so brav zuschauen, ja mal in die Kommentare schreiben, ob sie auch mal einen Livestream von uns sehen wollen. Dass wir mal auf dem Wochenende halt A mal die Aufzeichnung machen, wobei man könnte dann ja auch für den Montag einfach den Livestream praktisch dann nehmen. Dass wir dann mal, was weiß ich, eine Stunde oder sowas mal richtig... Weiß aber nicht, ob meine Internetleitung das aushält mit dem Livestream. Ich streame ja, du musst ja nur mitspielen. Ja, aber dann habe ich ja für den Montag auch nur deine Ansicht. Stimmt. Nee, wieso? Kannst du aufzeichnen mit. Ach, stimmt. Mensch! Dass so einfache Sachen manchmal so kompliziert sein müssen. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, wir haben hier nachher, oder kriegen hier gleich so ein bisschen den Arsch voll. Meinst du ehrlich? Ich habe so das ganz komische Gefühl. Die Arena ist eigentlich meine... Meinst du, die sind gut? Oh, ich bin dran vorbeigekommen. Ich mag die Arena nicht sonderlich hier. Die ist so rund, ne? War das gerade ein Eigentor? Nein. Ich guck mir das an. Mach das, war kein Eigentor. Das fliegende Baguette. Naja, grenzwertig würde ich sagen. Nein, ich bin 8 Hätte Meter man ein Foto-Finish machen müssen. Du kannst ja dann später mein Video gucken, da siehst du das dann ja. Na, werde ich machen. Aha. Kein Boost gehabt. Also ich muss sagen, also... wir können uns jetzt auch mal auf Spielen konzentrieren. Ja, wäre eine Maßnahme, damit wir hier nicht ganz die super Arschkarte haben. Ich meine, mit 0-3 zurückliegen ist schon die Arschkarte eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist, wir werden die Aufnahme nochmal gleich neu starten, ne? Ja, ist eine Maßnahme. Das machen wir immer so. Immer wenn wir richtig schlecht sind, dann starten wir die Aufnahme neu. Danke fürs Eigentor. Das, nee, das darfst du nicht sagen. Dann denken die Leute ja, dass wir es gut finden, wenn wir manchmal verlieren. Also, dass wir dann denken, dass wir dann schon gut sind. Verstehst du, was ich meine? Ist das jetzt Frauenlogik? Kein Turbo. Sehr gut. Ja, so ist das halt. Ah, daneben geäumelt. Oh, ich hab keine Lust mehr. Ich mag die Gegner nicht. Ja, wo können wir die rausvoten? Mal schauen, kann man das hier irgendwo? Was ist da los? Semi-Profi und dann so? Ja, kann ja auch sein, dass er seinen Rang verloren hat. Also das kann auch sein, dass er da schon seinen 10. Account hat hier und das nochmal durchspielt dann da. Ja, irgendwie sowas. So wie lief er halt durchspielen oder sowas. Oder die haben heute einfach Glück. Ich meine, wir müssen denen ja auch mal was gönnen, wenn wir immer nur gewinnen. Ist so auch doof für die ganzen Gegner hier. Das stimmt, vor allem ist es auch für die Zuschauer langweilig, dass wir, wenn wir dauernd nur gewinnen. Ich meine, wir wären ja schon bei Bock auf ein Game, bei Bock auf ein Duell. Das ist eigentlich auch ein geiler Titel, oder? Fällt mir gerade ein. Die ja schon platt machen. Ja. Da bin ich zu spät gehopst. Verdammt. Oh, ich habe den Ball mal getroffen. Was ein Wunder. Wie schon 0-4. Nein, du gehst nicht rein, danke. Oh. Lass mal die Aufnahme neu starten. Ernsthaft jetzt? Nee. Ich dachte, gut, bei 6-0 machen wir es normalerweise immer, ne? Ja. Also bei 6-0, dann wird das hier halt ein Outtake wieder. Ja. Dann müssen wir aber nächste Runde richtig raushauen. Jetzt denken die Leute echt, dass wir schlecht sind. Ja, stimmt.
Wenn wir jetzt hier einen neuen Zuschauer haben, der gerade das erste Mal zuschaut. Der denkt ja auch, wir sind bekloppt. Ja. Das sind wir auch, aber. Meine, ich wollte sagen, ich meine. Manchmal hat man das. Aber wir sind denn auch. Wir sind dann bekloppt und schlecht. Sonst wären wir ja nur bekloppt. Das nur bekloppt würde dann ja noch gehen. Mach du, danke. Oh, ich bin unterwegs. Oh, ganz knapp verfehlt. Aber ich hatte einen Torschuss. Fehlt das auch schon? Ja. Pass auf. Was mache ich denn hier? Was machst du denn da? Was machen die denn da? Oh nein! Oh nein! Wir sind so schlecht. Dann bestimmt so, dass Bock auf dem Game genau diese Folge sieht. Dann. Ja, hey. Ja! Nicht diesen. Psst, psst, psst. Das dürfen wir jetzt doch nicht sagen. Also, wir müssen das unter uns sagen. Das können die ja sehen. Und dann denken die, wir sind so grottenschlecht, dass die uns so platt machen werden. Dann kommen die mit voll siegessicherer Laune an und merken dann. Scheiße, das sind ja voll die Pro-Gamer. Nicht. Naja. Naja. Juhu, Eigentor. Sind uncool, oder? Waren ja uncool geworden. Mist. Auch was man mal machen müsste, wäre so ein riesiges Rocket League so Champions-Gedöns, wo wir wirklich richtig viele so Rocket League-YouTuber anschreiben und dann so ein richtig fettes so... So ein kleines Turnier, so ein eigenständiges, ja, genau. Außerhalb der ESL, ja? Ja, lass das mal machen. Natürlich! Scheiß auf ESL, spielt doch einfach bei uns. Hier sind halt die wahren Nichtskönner. Ja, ich stehe einfach nur rum und guck den Ball zu. 0 zu 8. 0 zu 8. Ich werde einfach so da so eine 1 von so 0 machen oder so eine 10 von 0. Dann sieht es aus, als wenn wir 100 Tore hätten. Ich mache da so Smileys hinter. Erst so einen gut gelaunten und dann wird der immer grimmiger. Na, wir sind ja nicht grimmig. Wir können ja auch mal verlieren. Ja, aber trauriger halt. Oh! Hohoho! Verteidigung! Ich werd nicht mehr! Jetzt Angriff! Oh, was ist auf einmal los? Hahaha! Wir haben noch 55 Sekunden Zeit, um mal eben 9 Tore zu schießen. Nice! Team Hand, oder? Machen wir. Easy. Ah, ist schade. Easy going. Natürlich. Don't worry. Be happy. War das nicht so die Melodie davon? Ist das unsere erste Runde? Dieses Spiel? Ja, ne? Okay. Zum Glück. Da kann die zweite zumindest noch ein bisschen besser werden. Also noch viel schlechter, denke ich, kann es nicht werden. Doch, das geht noch. Merkt sie das doch mal! Nicht sagen! Mensch! Das war ja fast eine gute Runde. Ja, das ist so fast gewonnen halt, ne? Also. Fast ist knapp. Das war, ich meine, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner natürlich. Da muss man neidlos zugeben, die haben halt eben besser gespielt. Besser gespielt als wir. Oder aber wir können auch sagen, wir haben halt heute extra mal halt schlechter gespielt als sonst. Ich glaube, das macht es aber nicht sehr viel besser. Nee. Ja, dann mache ich mir in der Zwischenzeit schon mal die zweite Dose auf. Es ist kein Bier. Klingt aber voll so. Das ist eine Dose, die hören sich alle gleich an. Was ist es denn dann? Was ist es denn dann? Das wäre doch jetzt Werbung, wenn ich das sagen würde. Obwohl, ist egal, ist meine Meinung, oder? Ja. Ich will jetzt auch sagen, die Farbe der Dose, nur ich sehe das ja nicht. Ich schätze mal blau. Blau und hellblau. Gestreift. In so einer Art Sonnenaufgang, behaupte ich mal, soll das wohl darstellen. Pepsi? Und nein. Das ist ein Energy Drink.
Ach so, ja. Dann sag doch einfach Energy Drink, dann machst du doch keine Werbung. Oh nein! Doch, weil die. Oh, geile Map. Wir haben euch heute nur die Scheiß-Maps, ne? Da krieg ich ja gleich ein Rohr bei. Ein Kotzen bei der Arena. Wer denkt sich sowas aus? Habe ich eigentlich euch jetzt hier, die gerade zuschauen, jemals die Karotte gezeigt? Oh hey! Sehr gut. Ich muss euch die Karotte zeigen gleich. Ja, aber wenn ich jetzt Energy Drink sage, dann verbinden das die meisten mit Red Bull. Nö, dann hättest du ja oder, Red Bull gesagt. Oder Monster. Dann hättest du Monster gesagt. Oder was gibt's da noch, verdammt? Booster. So, ich zeige euch die Karotte, die ist Take-Off. Da ist so ein komisches Häschen mit einer Karotte. Das wollte ich euch schon immer mal zeigen. Zeigt die Tante ihre Karotte hier, ich werd nicht mehr. Kommst du? War fast da. Dann kam der Gegner. Und dann kam der Gegner. Könnte ein Film sein, oder? Dann kam Polly. Der springt nicht daneben. Na, 1-0 ist ja schon mal kein schlechter Anfang, ne? Schon mal, können wir schon mal nicht zu 0 verlieren. In der tollen Arena hier ist das schon mal. Können wir schon mal nicht zu 0 verlieren. Ich könnte mal gerade gemütlich im Kreis springen, tanzen, laufen, kotzen. Tanzen. Oh. Nee. Gut. Huch, es hat geruckelt. Nein! Doch. Meiner! Siehste, mit vereinten Kräften drücken wir den Ball ins Tor. Die haben auch ein bisschen inkompetent, waren sie. Also es war eher ein Glückstor von uns, weil die inkompetent waren. Inkontinent? Ja, wer weiß. Das kann man ja immer nicht so sagen. Das sieht man ja nicht zum Glück. Ja, ich bei dir zum Glück auch nicht. Und die Leute, wenn die in deine Facecam schauen, zum Glück auch nicht. Bist du auf einmal ganz ruhig. Ich muss mich konzentrieren, nicht in die Hose zu machen. Oh, dann habe ich jetzt endlich schon einen Namen für die Folge. Ups. Matrix Pro ist inkontinent. Das ist ja nichts Neues jetzt. Doch, ich werde das trotzdem will. Boing. Boing. Kriegen wir eigentlich auch Sterne, wenn wir gegeneinander spielen? Nee. Schade. Schade wegen dem Tor oder schade, dass wir keine Sterne sind? Beides. Das hätte ich gesagt, könnten wir nochmal ein schönes Basketballspiel machen. Nee, das gibt's ja gar nicht ranked. Es gibt ja nur die normalen ranked. Nee, ich meine gegeneinander. Ja, aber trotzdem. Es ist ja nicht ranked. Ja, deswegen ja schade. Ja. Ja. Da sind wir uns jetzt ja einig. Wunderbar. Da können wir das Haus jetzt verkaufen. Was für ein Haus? Hey, pass auf! Ich werde nur gerammt von diesem Würstchen. Von diesem was? Würstchen. Ich bin kein Würstchen. Du doch nicht, aber die anderen rammen ja. Aber ich hab dich doch gerammt. Hast du? Hab ich nicht. Hab ich das gerade laut gesagt? Ja, dann bist du auch ein Würstchen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Was machst du denn? Was mache ich denn? Ja, das ist doch alles gut. Ich hab dir eine Vorlage gegeben, dass du den Ball jetzt drüber schießen kannst. Ganz einfach. Jetzt den passen und ich mach fliegen. Ich mach fliegen? Ich mag Würstchen. Ich mach fliegen. Ich habe aber gesagt, ich mach fliegen, ne? Ja, das habe ich schon verstanden. Ach so. Deswegen darf ich ja aber sagen, dass ich Würstchen mag. Vielleicht nenne ich die Folge auch Ich mach fliegen. Man weiß es nicht. Man wird es erst sehen, wenn die Folge online kommt. Ja. Okay, ja. Jetzt haben wir ein Problem. Weil wir unseren Vorsprung nicht halten haben können. Ich nenne meine Folge Kauf dich Duden. Okay, alles klar. Hey, klaut mir mal Boost. Würstchen. Mini-Wini-Würstchenkette. Ich hab das, manchmal hast du das auch, dass wenn du so ganz knapp irgendwo
am Ball warst, dass du dich so mitbewegst, von wegen so, ah, geht auch da links, rechts, oben, unten, hast nicht gesehen, rein. Und dann merkst du, dass das kannst du machen, es bringt nur nichts. Ja, manchmal auch nur den Controller so zur Seite so. Ups, da habe ich ihn gerade zum Mond geschossen. Sorry. Ich bin unterwegs. Ja. Meine Mama hat, oh, Tor, nice. Ah. Wie heißt es jetzt von der Leisigkeit, müsste man jetzt ja sagen, eigentlich, ne? Nee, aber meine Mom hat das damals auch gemacht, zu Anfangszeiten der Konsolis. Mehr oder weniger. Schon beim C64, da gab es ja diese kleinen Sticks. Mhm. Und da hat sie immer so, und ist mit dem ganzen Stuhl durch die Gegend gehüpft. Wo ich mir immer dachte, ich meine, wie alt war ich da? War ich 7 oder sowas? Was macht die denn da? Und so, und heute denkst du, was mache ich denn da? So, Vorlage, jetzt rein. Das war jetzt ein ganzer, was wir eigentlich geplant haben. Aber gut. Ja, ich hab's versaut. Ist aber so. Oh, oh, ich hab ein Eigentor. Ich hab ein Eigentor, wenn du es jetzt nicht verhinderst. Na, dann jetzt ist es kein Eigentor mehr. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Also eigentlich ist es immer noch schlimm, weil wir jetzt nicht mehr Vorsprung haben. Aber gut. Ja, ich hab's vorhin versaut. Ich bin, ist halt so. Ist halt so. Es ist absichtlich. Ja. Ja. Ich möchte in dieser Arena ungern eine Verlängerung haben. Ich möchte ungern in der Arena verlieren. Ich glaube, ich habe in dieser Arena noch nie gewonnen. Hallo, wie war das mit dem Negativ- und Positivdenken? Ich habe in dieser Halle schon sehr... Halle. Halle. In dieser Arena schon sehr oft gewonnen, eigentlich nur. Noch nie. Doch. Meistens habe ich in der Nachspielzeit gewonnen. Na dann, dann fahr mal an. Da gucke ich jetzt zu. Sehr nach Gewinnen aus. Bin ich schon fertig? Na dann mach. Warte, ne? Unter Druck kann ich nicht, das ist wie auf dem Klo. Nee, dann mach ganz in Ruhe, aber wir müssen gewinnen. Das sagen wir auf dem Klo auch immer. Mach ganz du, wir müssen gewinnen. Ja, was mach ich denn hier? So. Ich bin unterwegs. Aha. Das war jetzt die Vorlage. Jetzt krieg ich wieder mein Tor. Hey. Holla Hitti Holla. Ich bin geflogen wie ein Vöglein. Schade. Ich könnte doch so das Joypad fressen. Von den Gegnern. Ja, ach. Das war ja vorhin auch frei, wo der andere Ball da kam. So toll. Erstmal ein bisschen Konzentration, ja? Pass auf. Ja. Huch, was mache ich hier für einen Unsinn? Macht da jetzt keinen Unsinn, weil ich mich konzentriere. Ich mach ihn immer nur vom Tor weg und du machst den Rest. Doch richtig gute Aufteilung. Das Teamwork. Ja, Team. Toll, ein anderer macht's. Kennst du? Mhm. Na los? Na los? Wir wollen gewinnen. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus eigentlich. Siehst du, Nachspielzeit gewonnen. Bam. Sehr schön. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur, es stand einfach nur da, zugeguckt. Ja, so wie immer eigentlich. Was soll denn das denn heißen? Ja, eigentlich ist es ja so. Wer hat denn hier 3 Tore in unserem Team gemacht? Bap. Ja, wer hat 3 Tore gemacht? Eigentlich ist es ja so, dass die Erdbeer-Tante die ganze Zeit im Spiel eigentlich nur rumsteht und ihre Bewegung wird hinterher nur rein animiert. Ja, genau so ist das.
waren schon die zwei Folgen, die zwei Runden dieser Folge, ne? Ja, bam, und schon wieder ist eine Woche vorbei, wollte ich gerade sagen. Ein Montag zu Ende. Ja. Wobei, es ist ja immer schön, dass wenn die Leute die Folge hier gucken können, dann bin ich meistens noch auf der Arbeit und denke mir so, hat das jetzt mit YouTube funktioniert? Kann ich mal schnell irgendwie gucken, weil ich kann ja von da auch nicht wirklich gucken, ob das alles glatt gelaufen ist. Sollte es nicht funktioniert haben. Wenn YouTube mal irgendwie eine Macke hat oder ich habe keine Ahnung, ich mich im Datum vertauscht habe oder ich weiß es nicht. Ich habe das mal beim anderen Let's Play gehabt, da habe ich mich voll in den Tagen verballert. Da war alles kurz und quer hinterher und dann, ja, ist auch egal. Ja. Das wird jetzt nur mein Alter wieder, ja, ist egal. Gut. Du darfst jetzt mal die Abschlussmoderation machen. Mache ich sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Montag. Seid gut in die Woche gekommen. Ich hoffe, es war nicht zu stressig. Wir sind ja immer noch hier am Marathon aufnehmen. Wir müssen jetzt nur noch eine Folge, oder? Ich glaube, eine noch. Wir können auch gerne noch mal zwei machen, egal. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video. Richtig, ich bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und auch ich sage, wir sehen uns im nächsten Video, beim nächsten Quatsch, beim nächsten, ich weiß es nicht. Also, bis dann, bye bye.